Er will einen glitternden Tororschuh tragen. Zeit auf Ich auch. Wobei, das war meine Schuld. Fahrer vor mir. So, wie ich halt die Reifen auf, harten Reifen, aber auch nicht. Ei. Was ist passiert? Minimaler Aufbau voll vor den Essens. Und krüppellos durch Gras. Junge, auf alten Mediums. Jetzt ist Attacke. Oh, jetzt Kimi, zieh dich warm an. Hä? Jetzt ist Pant. Ach so, Ricardo, im Moment, ja, stimmt. Da wäre gar nicht aufgefallen, hättest du es einfach nur so gesagt. Wir sind ja beide Red Bulls. Ich komme irgendwie gefühlt nicht ran. Was fährst du nur für unten Zeit? 35,9 36 niedrig, irgendwie sowas. Ja, aber so langsam mal bin ich nicht auf den Rad. Also wie weit sind denn abgenutzt? Weil meine sind ganz schön im Arsch langsam. Vor den links 68%. Okay, meine haben 51, what the fuck? Ich war früher an der Fox. So, jetzt wollen wir die Strategie ändern. Nee, ich will nicht die Sohn an die Box. Nein, hab ich gesagt. Was für Spacken?
Der zieht mir weg. Nee, ich will nicht. Ich hab gesagt, nein. Du hast schon richtig gehört. Nee, nix schon, nicht an die Box. Ist jetzt Risiko. Wann kann noch meine Reifen platzen? Hohe 60er, 70er, aber da, also da nur wenn's kritisch ist, glaube ich. Ich bin nur 77. Jo! Hast du nicht einen zweiten harten Satz? Das würde ich haben. Nee, hab ich nicht. Mediums? Ja. Dann zog das noch eine Runde raus. Fahr dann Mediums. Ich bin blöd. Ich bin so blöd. Heinblöd. Hast du eine Rückfallstrafe? Ja. Du bist wirklich heinblöd. Ich hab noch auf das scheiß Menü geachtet und bin aber mit 140 Sachen statt 60 da in die Box. 140? Ja. So, neues Medium, so, zack. 2,2, was ein schlechter Stop. 2,2, was ein schlechter Stop, was ist denn das? Ich hab gerade 2,2 gehabt. Ich auch, aber das ist. Danke. Und die Sicherheit der virtuellen Mechaniker. Das war noch vor der Kurve, Junge. Ich glaube, ich absolviere die jetzt gleich. Aber wenn das kann, ja noch Wotter so. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, Boss India auch bei mir von dem Men oder. Ah, ne, das ist Alonso. Von dem Manor, ach nö, das ist ja Alonso. Ja, ich meine, der ist hinter dem Manor. Und Bottas überholt Alonso nicht. Und ich muss ihn hier reisen. Und die beiden berühren sich. Und fickt euch, wenn ich mir jetzt noch was kaputt fahre wegen euch. Ist ja noch nie überholt in den ersten Außenrum. Ist nicht dein Rennen, oder? Soll ich gleich aufgeben? Nee. Müssen nicht Punkte sogar noch drin sein? Nee. Fangen wir das so an, was jetzt gerade passiert. Du hast ja noch eine Durchfahrtsstrafe. Will mich das Spiel jetzt verarschen. Erstens ja und zweitens Frontflügel. Und jetzt macht er noch die Boxenstopp statt. Ey Mann, ey, was ist denn das? Lächerlich, wenn ich jetzt noch die Durchfahrtsstrafe habe, dann gebe ich auf. Zumindest die eine Durchfahrtsstrafe habe. Boah, geh mir doch nicht mit deinen Strategien auf den Sack. Ich hab sie immer noch. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Nee.
bist du in der ersten Kurve gerade? Ne, wo bist du denn? Ah, du bist in der... Oh. Nach der Hängerswelt gerade ausgefahren. Ja, sorry, aber Alter, das Spiel ist... Jetzt hoffe ich, dass mir der Reifen nicht um die Ohren fliegt. Ich habe 74% vorne links. Na toll, ich hatte 77. Ja, aber das variiert ja immer. Wieso, aber ich kann es mir nicht erzählen, Junge. Wenn ich die Durchfahrtsstrafe absolvieren will, dass er die scheiß durch diesen scheiß verdammten Boxenstopp macht. Ja, aber dann Flügelschaden hast, da wusste der, da weiß der Spieler nicht immer, was das machen soll. Musst du dann echt nicht ausschalten. Ich hatte ihn ausgeschaltet, Mann. Die haben mir auch keinen neuen gegeben. Ah. Das ist natürlich mies. Ich ja. Werde nicht erster bleiben, nein. Da kommt Raikön. War ein 1,8er Stop. Aber Alter, Raikön hat ja richtig gewonnen, das kann ja nicht wahr sein. Oh, ja, das ist gerade in der Box. Ah, wie weit bin ich jetzt in der Raikön? Da habe ich einen Reifenvorteil. War er vor mir? Was haben wir noch im Abstand, du Horst? Ich dachte, das ist ja jetzt super soft. Das heißt, mit diesem Röten bin im Orange, Alter. Was macht man aber auch eine ältere Mischung Orange, wenn super soft rot ist und soft gelb? Ich könnte meinen, das wäre ein weicher Reifen. Give it all the same, everything to the limit. Ja. Hat das Sinn gemacht? Nee. Amazing. Our gap to the current front is 3.4 seconds. They're on fresh hearts. We think they've got two stops remaining. The time last lap was a 1:59.8. Jetzt immer sehr pulsig, jetzt muss nichts mehr schneiden. Ja, stimmt. So, fahren wir beendet. Oh, da ist Hülk mehr gegen Alonso. Und Hülk mehr reicht noch nicht. Komm an den Raikön dran. Den Abstand, den kann er nicht halten. Muss man eigentlich mit Clem auf 6 und 7? Bückenwehr. Der nächste Rennen ist doch irgendwie Deutschland, meine ich. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich fahre aber die Sekte so, wenn ich singe, ne? Ja. Hülkenberg ist vor Bayern Alonso, aber die KI ist zu konservativ, um es durchzuziehen, und beide gehen an die Box und Alonso ist direkt vor ihm. So, Kollege Raikön. Die dürften jetzt eigentlich soft nehmen, wobei 8 Runden noch, respektive 7 für die, meine ich. Ja, ich habe absolut Runden. Keine Daten über die weichen Reifen. Ich bin die 3 Runden gefahren, das war's. Die wechseln auf Medium. Komm jetzt bei Hülkenberg.
und bei Alonso. So, Kollege. Weißt du, was das aber auch heißt? Hä? Dass ich ausgeschieden bin. Was denn? Du darfst bei dem nächsten Rennen auch wieder die Ansage machen. Na, verdammt! Nee, Alter, aber das hätte jetzt absolut nichts mehr gebracht, um da ja, das Platz 20 zu fahren. Ich meine, ja, die Durchfahrtsstrafen, da war ich selbst schon schuld, ne? Aber wenn ich sie absetzen will und stattdessen irgendwie das Spiel meint, ich will den Boxenstopp machen. Ich krieg grad echt einen feuchten Dreck auf die scheiß Track Limits. Ich bin gerade auch nicht verloren gegen Alonso. Alonso hängt sein Ziel. Oh nein. Wer ist eigentlich Weltmeisterschaftsführer mittlerweile? Weißt du das nicht noch? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht nach dem letzten Rennen. Also Vettel ist es auf keinen Fall, und keine Punkte. Wobei ich glaube, Vettel war erst. Doch, Vettel war vor mir. Österreich. Na, ich weiß aber nicht, wie viele Punkte ich jetzt habe. Revenge in Germany. Haben wir das direkt im Anschluss? Ja, auf jeden Fall. Da kann ich den auf mich setzen lassen, Alter. Übrigens, Battle mittlerweile auf Platz 8 und greift jetzt Kia da. Kia Torpedo am. Altes Auto. Aber selber Fahrer. Das ja, reicht. Und? Im anderen Auto sitzt du. Das ist jetzt bitter gelaufen, ne? Außenruf ein. Ist Rad an Rad. Und du nimmst natürlich nicht mehr auf. Ja, und der ist vorbei. Ich hab mir kurz vorher überlegt, aber dann hast du gedacht, ja, und dann musst du nicht mehr schauen. Ich hab, ja. Was sagst du das aus? Das hätte ich mal aufgenommen. Ich hab da auch nicht drüber nachgedacht. Aber ich muss ich ja auch nicht, ich fahr ja doch. Schnell was. Naja, F1 2017 wird glaube ich definitiv besser, weil das war glaube hatte glaube ein paar weniger Bugs und zum Zuschauen war das besser. Da bin ich mal gespannt, ob was sie da machen, F1 2018. Da hoffe ich, dass sie echt so ein bisschen noch ein besseres Overlay haben, weil sie jetzt ja von vornherein wissen, dass sie die Sports haben. Oh jo, hat der einen Überschuss. Ich bin im Stress. Ist nicht locker, ne? Ja, vor allem meine Reifen jetzt in Abgang. Finde ich gut. Wieso denn? Ich bin ein Teamkollege. Ja, aber für die WM. Fahrer WM. Mir auch scheißegal. Dreck. Wie dreckiger denn?
Alter, was war das? Ich dachte, du haust es voll weg, Junge. War nicht weit weg. Was hat er schon wieder für den Überschuss? Desto öfter ich diesen 216er Ferrari sehe, desto hässlicher finde ich ihn irgendwie. Ja. Der schönste Ferrari seit langem war der 217er. Ja. Dankeschön, Renault. Meine Engine, mein Motor, Power Units. Zeigt Gebrauchsspuren. Okay. Kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen, dann kann ich mit drei können. Was aber ein geiles Feature wäre, auch für die Online-Meisterschaft, dass man wie im Karrieremodus die Motoren verbraucht. Nicht jede Session 9 hat. Ich weiß ja nicht, wie es in F1 2017 ist. Weil in F1 2016 war ja das gar, noch gar nicht drin so richtig mit dem Motor-Management, oder? Nee, in F1 2017 ist es auch nicht. Da ist aber das ganze Motor-Management drin. Ja, nur im Karrieremodus. Okay. Der X. Nee, Nasser. Nasser. Noch so viel Liebe. Da ging mir einer schon auf den Sack, dieses Rennen. Jetzt halten wir wieder den Raikön, oh wow. Ja. So war's das. Ferrari Junior. Ja. Naja, beziehungsweise im Ferrari, in Anführungszeichen, C-Team. Mit Sauber. Ja. Eingeschlafen. Was? Ja? Wie? Ich hab keine Ahnung. Weil ich mal nicht drauf sitze. The gap to the car behind is 1.5 seconds. Ich soll bitte trotzdem Marsch einschlafen. Keine Ahnung, ist müde. Weißt du, was eigentlich ganz cool wäre? Hm? So eine Langstreckenslot, wie wir es in der Protocast 1 hatten, in Protocast 2. Problem ist dann nur, die KI sind immer random. Ja, das kann man nicht einfach machen. Das können wir bei in Assetto Corsa dann machen. Ja, können wir in die Blobhorn Serie fahren. Ich habe es auch geschafft, mich von Raikön abzusetzen. Grad, Alter, hier gehst du doch kaputt. Ich hab safe mehr gefühlt. Ach, das Ding schon nur, weil du fährst. Ich guck gleich mal auf mein Thermometer hier. Ich werde nicht auf den Sack, Eriksen. Diesmal ist Eriksen. Marshall Eriksen.
Sony wechseln. Das ist die Final Love. Okay, ne Scheiße. Passt nicht. Ja, passt überhaupt nicht. Und jetzt haut sich nochmal weg in der letzten Runde. Ist eine Runde. Alter. Das passt nicht. Ja, wieso passt. Wieso snappt denn einsilbig, Mann? Kannst du jetzt sagen, Final Laps. In der letzten Runde. Ah, Final Laps? Die letzten Runden. Ja, das kannst du nicht sagen in den in der letzten. Gut. Dann holt Hamilton einfach noch rein. Wie ist Hamilton nicht schon wieder auf 3 gekommen? Till ist aber auf, keine Ahnung, 6 glaube ich. Und du weißt wo der war mal zwischenzeit. Nee, der ist auf 16, der war nochmal auf der an der Box, never mind. Was ist dem eigentlich passiert? Das weiß ich immer noch nicht. Das weiß ich auch nicht. Dann müssen wir gleich deine Szene beim Start nochmal anschauen. Hey, und das Hinterreikön, das ist ein sauber, wollte ich mal anmerken. Ach so. Aber Hamilton ist trotzdem auf der 3. Ja, Leute. Und der Wärme ist aber nicht mit dabei, oder? Keine Ahnung, mir ist warm. Holla, Dio! In dem Zimmer sind 26,5. Ach, vergaß dich doch selbst. Ah. Oh. Jo. Heikön. Heikön ist jetzt Erster. Also, wie Sie sehen, sehen Sie erstmal hier der Klassement. Und hier der Heikön, das ist eine Ferrari-Doppelführung. Wann gab's denn sowas? Ey, ich bin mittlerweile bis auf 8 Punkte da nicht rangekommen. Was rechne ich da? 7. Ja, schon wieder. Ja. Gut, Dom ist auf 9. Der wird keine Punkte machen. Du musst auf Masse aufpassen. Scheiße, da bin ich auf die Konstrukteurs-WM geschaut. Aber da wird Ferrari logischerweise führen, wenn sie mit beiden Autos vor uns sind. Ja, uns fehlen da irgendwie, glaube nur 20 bis 30. Ah, nee. Jetzt kommt die Strecke erst. Ah, ja, gut, der war dann, mein. Ja, hau da rein, bis zum nächsten Mal. Schau. Wir sehen uns bei der nächsten Strecke. Ja. Mensch.